Ich bin Fabienne Iselecker, bin 44 Jahre alt und wohne in Hettischwil. Ich mache dieses Jahr bei der Landfrauenküche mit. Ich habe ein neues Abenteuer gesucht, vielleicht auch etwas Aufregendes. Ich lerne Champagne gerne neue Leute kennen. Und, ja, ich habe mich interessiert für neue Höfe, für feines Essen, neue Umgebungen und ja, eine ganz aufregende Zeit. Zu meiner Familie gehört mein Mann, der Urban. Meine drei Kinder, das ist der älteste Laurin, Florina und der Henry, noch der jüngste. Wir führen hier einen Säuzucht- und Mastbetrieb für Label IP Suisse. Wir haben etwa 80 Muttersäu und mästen alles selber aus. Das heisst, dass von Anfang bis Ende dürfen sie bei uns am Hof sein. IP Suisse Label, das bedeutet, sie haben ein bisschen mehr Platz bei uns, sie haben Stroh und Auslauf. Und ich persönlich finde das mega schön und auch wichtig. Und ja, in dem kann ich auch gut stehen. Ich selber komme nicht von der Landwirtschaft, eigentlich gar nicht. Aber ich habe immer mit Tieren oder mit Ross gearbeitet und eigentlich immer ein Bauer wollen. Und ich denke, dass Urban ein Bauer ist trotzdem. Und bin doch da, dass ich immer mit Tieren gearbeitet habe, bin ich schon ein bisschen, habe ich schon gewusst, dass mir das würde gefallen. Bevor er dem schon ein bisschen näher war, denke ich ja. Aber natürlich freut, dass wir jetzt zusammen bauen dürfen. Ich habe mal gelernt, Sportartikelverkäuferin. Und ich habe gemerkt, dass das nicht bewegen oder nicht mit Händen und Füßen arbeiten, das ist gar nicht mein Ding. Ich habe eine Pferdepflegerin gemacht und konnte richtig arbeiten und war richtig glücklich. Und habe dann als Go-Trainerin gearbeitet. Und bin durch das eigentlich auch landwirtschaftlich in Berührung gekommen. An der Landwirtschaft gefällt mir selbstständig sein. Mir gefällt das Arbeiten mit den Tieren. Ich arbeite auch sehr gerne in der Natur draussen. Und ein Teil des Ganzen zu sein. Ich finde das sehr spannend. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Meine Rolle auf dem Betrieb ist, ich bin sicher eine Hausfrau für Kind zuständig und natürlich auch auf dem Betrieb. Ich bin viel im Stall, bin gerne im Stall und ich denke, ich bin mit den meisten Arbeiten bin ich schon in Kontakt gekommen und weiss, was man machen muss. Ja. Als ich mir überlegt habe, was ich könnte kochen für das Landfrauenessen, habe ich es schwierig gefunden, weil es gibt ja eine riesen Auswahl. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich wollte etwas vom Hof nehmen, also möglichst was wir vom Hof haben, habe ich integrieren und den Rest sicher regional. Weil ich einpacken. Ja. Meine Küchenhilfe war Bettina. Mit ihr bin ich aufgewachsen, dort, wo ich herkomme, mit Donet schon seit 30 Jahren zusammen bis heute noch. Und ich war froh, dass sie hier ja gesagt hat. Ja, und wir haben das zusammen haben wir jetzt einfach zwei Durchläufe gemacht. Ich koche gerne wirtschaftlich. Ja, ich habe sicher viele Produkte vom Betrieb oder regional und koche vielseitig. Ich tue gerne aber auch Sachen ausprobieren. Ich mache gerne nicht immer das Gleiche. Ich tue gerne ein bisschen anpassen. Ja, ich koche jeden Tag kochen und das ist ja, ich hoffe, dass meine Familie etwas Gutes auf den Tisch hat. Ich koche auch sehr gerne. Ich habe noch meine Tochter, die eine Spezialernährung braucht. Ich tue sehr viele Stunden zusätzlich in der Küche verbringen. Sie ist ketogen, heisst das. Also sie muss sich ketogen ernähren. Das ist relativ eine komplizierte Ernährung. Sie hat einen grossen Teil Fett, ein bisschen Kohlenhydrate und Eiweiß. Das Ganze muss ich ausrechnen und verpacken und kreativ sein, dass es nicht immer das Gleiche ist, weil dort ist man relativ gebunden. Und ja, das ist ein bisschen tägliche Herausforderung, aber eine Herausforderung, die ihr extrem viel bringt, weil ich nicht da wäre, sie nicht da, wo sie jetzt wäre. Ja. Und trotz allem ist es mir eigentlich noch nicht verleidet, zum Glück. Oder vielleicht, weil ich so gerne kochen, ist das dieses dann auch noch ein bisschen einfacher zu bewältigen. Ich habe selber ein Ross und so kleine Pony und wenn ich ein bisschen Zeit für mich brauche, dann gehe ich auch gerne aufs Ross und gehe ein bisschen reiten. Nehme den Hund mit und das Ross und dann gehe ich in Wald. In meiner Freizeit bin ich gerne im Ausgang eigentlich, da bin ich gerne ein bisschen fort. Also ganz einfach, vielleicht mal ein Glas Wein trinken oder mit Freunden oder ein Wochenende mit Kolleginnen. Das ist schon meine Freizeit. Und der Sport gehört auch ein bisschen. Ja, das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Das war immer so. Ich muss einfach ein bisschen Bewegung los haben und dann kann ich gute Tage starten. Das ist aber für mich eine Entspannung in dem Sinn. Ich gehe viel joggen am Morgen. Das ist so ein bisschen mein Tagesstart in Tag. Dann kann ich gut starten und mache sonst noch so Theoriestunden. Und habe lange als Fitnessinstruktorin gearbeitet, 20 Jahre. Ich habe mir Kurs gegeben in allen Arten und Ausbildungen gemacht. Ja. Ja, mein Lieblingsort ist hier auf dieser Veranda. Wir haben die vor 9 Jahren verbauen. Ich habe das so gemacht, wie es mir am besten gefällt. Und wenn ich hier hocke, dann sehe ich rundum Bäume, ich sehe Felder. Ja, ich finde das mega schön. Hier auf dieser Veranda sind wir eigentlich immer, wenn es irgendwie von Temperaturen geht, eben wenn es regnet oder hagelt, dann tun wir draußen wirklich essen. Das ist unsere zweite Stube, eigentlich unsere Freiluftstube. Wir sind sehr viel draußen.
ja, mich inspiriert hat. Ich kann einfach gerne so alte Sachen. Ich habe gerne Holz und es muss immer so ein bisschen Vintage, Vintage ist einfach so ein bisschen. Es muss alles warm sein irgendwie, oder gemütlich, irgendwie holzig, ja, irgendwie ein bisschen rustikal. Ja. In dieser Art gefällt mir das schon am meisten.